ist gut, wenn das Viehzeug hier festbackt. Da kannst du es nämlich mitnehmen. Danke, Spiel. So, ich habe jetzt noch mehr Lizard Skin. Wo bist du denn? Ach, da. Ich bin hier vor dir. Komm mit hier hinter. Also ich bin einfach da lang gegangen. Ach, weißt du, wir können normal gehen. Hui. Ist auch gut für unsere Ausdauer. Ich habe übrigens 25 Blueberries und 3 Blackberries mit. Cool. Ich habe nur Blaubeeren mit. Kann nicht mehr Stöcke tragen. Wieso nicht? Ich will aber. Hüpf. Sammeln unterwegs noch ein paar Blätter. Pilze. Das Schlimmste ist eigentlich in dem Spiel, wenn du mitten in der Nacht irgendwo hängen bleibst. Und einfach nicht weißt, wo geht's jetzt hier lang. Ne? Es gibt echt wenig Aloe Vera hier. Das ist ein bisschen blöd. Ja, das ist mir auch schon aufgefallen. Oh, was ist das? Was? Ah. Ja, hier dieser komische Teich, ne? Ja, vor allem hier war auch. Das ist schön, wenn man mal ins Wasser gehen kann und nicht geblisst ist. Guck mal, hier ist ein Loch, Lisa. Also hier braucht man einen Taucheranzug. Neues Tier entdeckt. Ein Fisch? Nee. Ein Vogel da. Also hier bräuchte man einen Taucheranzug. Mhm. Aber das meine ich gar nicht. Hier wollte ich gar nicht hin. Alles kaputt machen von denen. Damit die keine Tiere fangen können. Pech gehabt, Leute. Machst du hier gerade einen Stickmarker hin? Nee, ich habe den da das letzte Mal gesetzt. Ich habe den gerade weiß gemacht, damit er nicht mehr auftaucht, weil hier ist ja nichts. Oh, Blaubeeren. Scheiße. Das wollte ich nicht. Toll. Ich komme zurück, warte. Wollte ich gar nicht hin. Oh, hier ist eine Höhle. Warte mal. Meiner ist gerade mega fertig. Ich muss mich kurz ausruhen. Okay. Dreimal schwimmen und der ist im Arsch. Sollen wir denn mal in die Höhle? Vielleicht finden wir da unten die Axt. Ja. Magst du die mal markieren? Die Höhle? Ja. Ja, warte. Das sieht aus. Ah. Kannst du das Buch bitte nochmal aufmachen? Ja, nicht zu mir. Vor Timmy, geil. Okay, kannst du machen. Okay, wir machen Höhlen grün. Okay. Sobald ich ankomme. Hallo? Kannst du die Farbe verändern? Achso, du bist schon drin. Okay, ich hab schon. Komm dir jetzt nach. Ja. Lag. Lag. Ach du Scheiße. Lag. Ach du Scheiße. Was denn? Ich sehe hier gar nichts. Das ist finster wie ein Bär. Finster wie ein Bärenarsch. Ich muss kurz ausruhen. Du kommst nicht weiter, oder? Hm. Ah, doch, okay. Doch, ich kann durch dich durchkriechen. Cool. Alter, ist das dunkel. Oh, ich bin unten. Oh, es geht noch weiter runter. Warte mal, warte mal, warte mal. Ich würde kurz mal gern hier was bauen, was Kleines. Okay.
Einfach bloß. Für ein bisschen Licht. Ich kann mal hier eine Dings runterschmeißen. Warte. Eine Flare. Ja. Das ist eine gute Idee. War das Dynamit? Ich hätte es mal anmachen sollen. Wie macht man die an? Ah. Das ist Lisa. Die wirft eine Flare geschlossen runter. Ich glaube, da unten ist Wasser. Alter, ist die weit runtergeflogen. Höhlenforscher. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße, geht das weit. Ach du Kacke. Das sind ja auch nochmal ein paar Kilometer, die es hier runter geht, ne? Ja, Kilometer. Okay, ich bin unten. Warte, warte, warte. Ich komme. Ich hab kurz pausiert. Hier geht's doch noch weiter runter. Was ja, soll denn das? Das geht doch zum Erdkern. Oh, da unten liegt Kram. Cool. Was ist das? Neugierig. Oh, ich habe einen Passanten gefunden. Einen Passanten. Ein Passagier. Ein Passant ist ein Fußgänger, ne? Ihm fehlt sein Kopf. Ab mit seinem Kopf! Wisst ihr, wie kalt und feucht das hier unten sein muss? Oh, Buß. Cool. Klick, klick, klick. Hier liegt ein Arm. Und Füße. Hier lag auch was los. Schön, dass hier auch Sticks liegen. Oh, hier sind Babys. Die denn? Über uns oder was? Nee, hinter der Tür. Ah. Soll ich mal aufmachen? Willst du es gleich sprengen? Hast du Dynamit? Ich hab keins. Was ist denn das da? Ist da ein Feuer? Ja, das war ich. Das stand da und ich habe das gerade angezündet. Achso, warte mal. Flair. Nee, Dynamit habe ich scheinbar keins mehr. Wir haben es kaputt gemacht. Ich habe das Baby mal... Lisa, komm zurück, komm zurück, komm zurück, komm. Ich habe das Baby mal angezündet, das hinter dir war. Arschloch. Lag. Oh, scheiße. Mann, diese Lags. Der ist tot. Lisa, du brennst. Ich weiß, ich bin aber ins Wasser gegangen. Ich hab den jetzt verbrannt. Oh, Baby. Ganz schön duster hier unten. Findest du wie ein Bärenarsch, Leute? Oh, das wollte ich nicht. Hier liegt noch ein Toter übrigens. Ach so? Ja. Warte mal, Lisa, warte mal, geh mal weg, geh mal weg, geh mal weg. Toll. Du hast ihn erwischt.
Na, eigentlich habe ich daneben geschossen. Oh, er ist tot. Ich geh ihn holen. Ih, hier ist ein Baby. Die besten Babys sind tote Babys. Okay, ich habe gerade gehört, wie falsch sich das anhört. Kannst du den kaputt machen? Oh, da ist eine Sache drin. Keine Ahnung, wie ich jetzt aussehe. Kannst du dir das Zeug hier noch mitnehmen? Ich kann nichts mehr mitnehmen. Nee. Habe ich jetzt ein T-Shirt an? Also hier ging es nochmal weiter runter, aber... Ja, du trägst jetzt ein T-Shirt. Aber wenn hier, hier Babys... warte mal, Lisa. Das ist die Höhle, die wir von der anderen Seite besucht haben, glaube ich. Mach mal deine Karte auf. Ja, und? Nee, ist sie nicht. Bei dir auch? Merged Cave? Nee. Cave? Merged Cave steht bei mir. Okay, bei mir nicht. Hier ist nichts mehr? Nee. Also da hinten geht's noch lang. Aber da geht's dann... Okay. Leck. Oh, ah! Ein großes. Oh Mann. Warte. Okay, da brennt was. Lisa, du musst irgendwo auf higher ground. Ich habe das große angezündet. Der nächste hat, der nächste brennt im Schritt. Higher ground ist gar nicht so einfach. Ja, dann gehen wir halt lower ground und verstecken uns hier drunter. Irgendwie. Alter, mach doch mal das scheiß Feuerzeug wieder an. Das ist ja echt zum Kotzen. Mach doch mal die Funzel aus. Und keiner sieht mehr was. Lisa, kommst du? Ja. Ah ja, komm, Alter. Schieß das hintere an. Ich hab's getroffen. Ja, hier nochmal hier drunter verstecken, Lisa. Wenn man ein da hinkommt. Ist tot. Achso, warte. Die sind beide tot? Das große auch? Nee, das sind die zwei kleinen. So, wo ist jetzt hier der Schlitz? Das große ist hier hinten hintergelaufen. Da ist noch einer. Alter. Da hinten ist übrigens schon wieder hell. Aber das wird ein Bug sein. Das große ist rechts, oder? Ich sehe es nicht. Da kommt nur einer angehampelt. Nee. Higher ground, der übrigens hier. Oh, Achtung. Es brennt. Du musst sie keulen. Die Schwachen werden gekeult. Genau. Oh, da kommt noch einer. Warte. Rechts kommt das große. Ich hab's große angezündet. Okay. Es kommt zu mir. Es kommt zu mir, Lisa. Komm, hau ab. Komm hier runter. Stirb. Lisa, das ist zu groß. Okay. Und das ist echt schnell im Ausweichen. Ich würde es gern sprengen, aber ich habe kein Dynamit mehr. Schlitz, brenne! Es ist tot. Ja! Ih, man Alter. Kann das essen.
Also die Geräusche. Alter! Serial Killer. Achievement unlocked. Ich will eigentlich meine Pfeile wieder haben. Du kannst es nie essen. Das sind meine Pfeile, oder? Nee, ich konnte das essen. Nee, das will ich nicht. Hier liegen noch ganz viele Pfeile. Warte, ja, ja. Guck mal, die anderen noch. Warte mal. Hier ist noch irgendwo einer. Ich hab dem gerade irgendwas abgezogen. Mutantenrüstung. What? Alter. Mutantenrüstung? Ja, wenn man denen die Haut abzieht, dann kann man die sich anziehen. Das ist eklig und faszinierend zugleich. Geil. Oh, ich bin covered in blood. Ist hier irgendwo Wasser? Hier sind noch Knochen. Hier sind Flares. Oh, cool. Oh, hier ist Wasser. Gut. Bin wieder sauber. Hier sind Platinen von alten Laptops. Mhm. Hier könnten wir speichern, theoretisch. Aber ich würde eher sagen, da gehen wir erstmal nochmal hoch wieder, ne? Ja, aber sollten wir nicht sicherheitshalber hier schon mal speichern, falls irgendwas passiert? Also, you never know. Och, warte, ich speichere mal. Ja, warte, ich komm hoch hin. Ein Speicherfix. Weil es ist... Na gut, nee, es ist kurz vor... Na, wobei, noch können wir nicht speichern. Dunkel kann es draußen noch nicht sein, ne? Ja, aber ich... Weißt du, bevor uns jetzt hier irgendwas überrascht. Ich meine, wir haben jetzt hier gerade so viel gemacht. Nee, ist ja richtig. Hast du die Knochen vom Feuer eingesammelt? Ja, habe ich. Also hier wäre erstmal Higher Ground fürs nächste Mal. Auf die Sticks. Ach, cool. Du kannst dann deine Klamotten wechseln. Ja. Also nee, du hast die dann auch im Inventar. Ich weiß, das ist das, was ich meinte. Ach so. Na, dann sage ich halt nichts mehr. So, kann ich auch noch Mutantenrüstung nehmen? Ich weiß nicht. Ich wusste nicht, dass man das machen kann. Ich hab's einfach probiert. Den nächsten Mutanten, den wir killen, kannst du dir anziehen. Ich habe jetzt gerade was abgezogen. Ach so, cool. Creepy Armor. Ja, das wird dann unten irgendwie lila an der Rüstungsanzeige. Ich muss was essen, scheiße. Ich bin hier kurz vorm Tod durch. Du kannst Bärchen essen. Nee, alles gut, ich hab hier was. Ich hab mir was hingesetzt. Das ist ja lustig. Da haben die Angst vor uns. Ist ja geil, das war mir neu. So, ich warte kurz, bis ich hier mein Fleisch essen kann, dann komme ich wieder mit. Habe ich jetzt einen Schlitz im Gesicht? Ich glaube nicht. Ich hatte vorhin irgendeine Aktualisierung bei meinen To-Dos. Nee, im Notebook ist was. Der hat in den Notizen was festgehalten. So geil. Auf Deutsch heißt das Sinkhole übrigens, finde einen Weg in den Kessel. Ja, Krater wäre zu einfach gewesen, ne? Ich finde es auch interessant, dass diese Generation. Man entdeckt doch Fische, wenn man im Wasser ist, Hase. Warte mal. Häsin, ich komme zu dir. A dark-haired person who is trying to harm you will soon disappear from your life and so. And you will be extremely happy. Your lucky numbers. Das habe ich gefunden bei einem Passagier. Achso, ja, ich auch. Die lucky numbers, ne? Ja. Okay, wollen wir jetzt erstmal wieder hoch oder was machen wir hier? Ja, also ich glaube, hier ist nichts mehr. Ja, das ist ein bisschen eklig. Wir könnten halt nochmal weiter runter und gucken, was da noch ist.
Pui, Bounce. Alisa, ich würde die Session eigentlich für dann erstmal beenden wollen. Achso, ne? Ja, okay. Ja. Ich bin mir nicht sicher, ob das, was du gerade gemacht hast, unter Leichenschändung zählt, aber nevermind. Wir waren mal, hier liegen noch Tote. Nee, ich hab, einen habe ich vorhin mitgenommen, ich weiß nicht, wo der andere ist. So, jetzt müssen wir ja hier lang, ne? Und wieder hoch. Wo geht's denn da hin? Entschuldigung. Ah ja. Ach stimmt, und hier war ja die Höhle. Ja, ja, okay. Mhm. Warte mal, ich brauche das für mein Thumbnail. Party unter Tage. Hey, hey! Wie schön sie da die Köpfe auftrapiert haben. Ja, Mann, Mann, ey. Eigentlich, wie sind die denn hier runtergekommen? Dass du dich das ernsthaft fragst! Jo. Ah, ich hab schon wieder Durst, ich muss da mal einen Soda nehmen. Habe ich noch einen Soda in meiner Dings? Ich hoffe. Ja, das war. Ah, schön. Das war doch mal wieder richtig erfolgreich gerade. Ja. Wir haben einen Schlitz gekillt. Wir haben Creepy Armor. Was war das? War das Schreien draußen? Ich habe nichts gehört. Ja, es war draußen. Kinder. Igitt. Wie ich vorhin schon sagte, die besten Babys sind tote Babys. Es ist mir wirklich erst danach aufgefallen, wie böse das ist. Bitte nimm es nicht als Folgentitel, das wird falsch rüberkommen. Ah, das ist ein mega geiler Folgentitel. Let's play the forest, die besten Babys sind tote Babys. Ich finde das überhaupt nicht falsch. Das ist auf jeden Fall so ein reißerischer Titel. So bild-like. Das ist eigentlich ja bloß aus die besten Viecher sind tote Viecher aus Men in Black 1. Und jetzt ganze Aufnahme tot, euch wird so ausrasten. Das wäre gar nicht so lustig. Nein. Oh, sind wir jetzt hier bleiben wieder oben? Hä, wir sind jetzt hier, wo ich das Feuer vorhin gemacht habe. Das Problem ist, oben wird's. Warte mal, warte mal, warte mal. Lisa, bleib mal bitte kurz. Ja? Das Problem ist einfach, wir werden jetzt in Riesenproblem. Warte mal kurz. Warum? Naja, das Ding ist, warte mal, Shelters, nee. 14 Sticks, 26, das kriegt man nicht gebaut, ne? Geh mal gucken, wie oben die Lage ist. Na, stockfinster wird's sein. Und das Problem ist, wenn wir oben ankommen, ist unsere Ausdauer leer. Also wir müssen quasi kurz vorher warten beim Hochklettern und erst dann ganz hoch, damit wir volle Ausdauer wieder kriegen. Oben und dann ist auch hell. Ach so? Ja, jetzt ist wieder hell. Du bist doch da gar nicht oben. Die ganze Nacht in der Höhle, doch, ich bin oben. Echt? Wir waren die ganze Nacht in der Höhle, ist das hell. Krass, cool. Die ganze Nacht in dieser Höhle. Na, wie erfolgreich von uns. Ja, das war sehr schlau und wir haben es voll überlebt, ey, wir sind so krass. Auf jeden, Alter. Hallo. Ja, dann gehen wir mal zu unserer pinken Höhle. Butze, meinst du? Warte mal kurz, Lisa. Ich sammle dabei wieder Blätter. Man kann nie genug Blätter haben, genauso wie Stoff. So, gut, kann weitergehen. Muss wieder Blaubärchen sammeln. Diese Höhlenexpeditionen, die verbrauchen immer einen sehr großen Teil meiner Bärchenvorräte. Bei mir hat es gar nichts verbraucht, so wirklich. Aber ich habe das auch ein bisschen anders gemacht als du. Ja. Das Krasse ist, die ist ja direkt neben unserer Festung. Das ist wirklich nebenan. Aber ich sagte, die führt zum Stinkhole. Ja, das wäre ja nicht schlecht. Wir können ja in der nächsten Session dann mal den unteren Teil erkunden. Ja. Da würde ich noch ein bisschen was ablegen. Das einzige Ding, was ich immer habe, ne, man verliert halt Sachen. Also nicht wenig, wenn du stirbst. Ja. Hallo, kleiner Effigy-Freund. Danke, Tür. Ich würde den ja anzünden, aber dann ist er kaputt und dann muss ich ihn neu bauen. Ja, das verstehe ich. Würde ich auch nicht machen. So, mal kurz Ausdauer regenerieren. Weil man echt viele Arme braucht. Mein Charakter ist durstig. Er hätte gern sauberes Wasser zum Trinken. Unser Fleisch verrottet übrigens.
Ich dachte, wenn das getrocknet ist, kann das nie verrotten. Das dachte ich auch. Wieso kann ich aus der vollen Schale nichts trinken? Weiß nicht. Ah, jetzt. So, ich bin jetzt gesättigt und gedürstet und bereit für einen Speichern und dann erstmal ein Ende dieser Session. Ja? Ja. Unser Fleisch verrottet, ist aber nicht so schön. Man kann es noch essen. Also du hast da auch Creepy Armor. Oh, i! Oh, i! Was denn? Oh, i! Was denn? Alter, dir hängt so eine Scheiße an der Hüfte. Lass mich bei dir mal gucken. Bei dir hängt's am Bein. Ja, bei dir schwabbelt die Hüfte. Bleib mal still. Das ist ja ein bisschen eklig. Also bei dir hängt's Hüfte und rechter Oberschenkel. Oh Gott, ich sehe es. Bleib doch mal stehen. Oh geil, Augen, Finger, irgendwas. Und passend Aussparung am Popo. So Leute, dann soll's das fürs Erste gewesen sein. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Es gab wieder ein bisschen mehr Action. Das ist Version 1.0 in den ersten drei oder vier Episoden. Wahrscheinlich eher drei. Ja, dann vielen Dank. Bis zum nächsten Mal. Bis bald, Leute. Ciao.